Keine Frage, Corona und Lockdown strapazieren die Nerven. Auch haben Nordhorns Bürgerinnen und Bürger zunehmend materiell echte Sorgen. Kurzarbeitergeld, ausbleibende Überbrückungshilfen und erste Insolvenzen bereiten schon jetzt schlaflose Nächte. Jetzt erst recht muss Kommunalpolitik zuhören können und nah beim Bürger sein, auch in diesen digitalen Zeiten. Mal eben die Steuern erhöhen, wäre das glatte Gegenteil und passt ganz gewiss nicht in diese Wochen und Monate. Betrachten wir etwas genauer das Thema Grundsteuererhöhung. Mit dem neuen Schwung im Rathaus und dem kollegialen Zusammenhalt im Gemeinderat sieht die CDU eine gute Basis, stattdessen Investitionspotenziale zu identifizieren, die in eines der nachfolgenden Haushaltsjahre geschoben werden können. Die verschiedenen Bauabschnitte der Ortskernsanierung in Nottuln, allgemeine Planungskosten und auch Beschaffungen für gemeindeeigene Gebäude können sicherlich in einigen Fällen bis 2022 warten. Wenn alle Parteien mitmachen, entsteht der Spielraum, eine Steuererhöhung auf diese Art und Weise zu vermeiden. Konkrete Vorschläge wird die CDU in ihrer digitalen Haushaltsklausur Ende Februar erarbeiten. In den drei öffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses von Anfang bis Mitte März sollen dann die Ideen aller Parteien und Hinweise aus der Öffentlichkeit zusammengetragen werden. In der CDU-Fraktion herrscht große Zuversicht, insbesondere mit Bürgermeister, FDP und Grünen einen guten Weg zu finden, auf diesem Wege eine Grundsteuererhöhung abzuwenden und gleichzeitig erste positive Weichenstellungen für die Zukunft vornehmen zu können. Denn auch das ist uns wichtig, neben der sicherlich nicht ganz einfachen Diskussion, wie ist eine Grundsteuererhöhung zu vermeiden, vermag die CDU-Fraktion bereits jetzt im Haushaltsentwurf auch einige Lichtblicke zu erkennen. Das ist der Antritt des Bürgermeisters, nach Jahren des Stillstandes endlich in einen bevorratenden Flächenkauf einzusteigen. Die CDU setzt sich bekanntlich seit Jahren für neue Bau- und Gewerbegebiete ein, um die Wohnungsnot zu lindern und neue Gewerbesteuerzahler nach Nottuln zu locken. Dr. Dietmar Tönnes hat den Mut, dieses Thema trotz knapper Haushaltsmittel im ersten Amtsjahr anzugehen. Auch die Einstellung eines Fördermittelmanagers wird die CDU unterstützen. Hieraus ergibt sich eine weitere Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren, damit in den nächsten Jahren die gemeindlichen Handlungsspielräume wieder wachsen. Fassen wir für heute zusammen: Grundsteuererhöhung abwenden und eine Basis für bessere Zeiten schaffen. Mit dieser Überschrift geht die CDU in die Haushaltsberatungen der nächsten Wochen. Nach der kurzen Amtszeit unseres neuen Bürgermeisters Dietmar Tönnes im Amt konnte der jetzige Haushaltsentwurf in der Regel nur die Kosten der letzten Jahre fortschreiben und die dringenden neuen dazuschreiben. Zudem werden wir durch die Corona-Pandemie vor Herausforderungen gestellt, die vieles aufwendiger machen und verlässliche Planung einschränkt. Wir müssen in Nordhorn weiter viel Geld ausgeben für den Klimaschutz, den sozialen Frieden, die Schulen, den digitalen Wandel. Hier darf nicht weiter gewartet werden, finanzielle Engpässe hin oder her. Allerdings müssen die Schulden, welche wir jetzt vereinbaren zu machen, auch getilgt und verzinst werden. Und wenn wir, wie vorgeschlagen, die Grundsteuern erhöhen, trifft das jeden. Das ist weder sozial, noch sind das Peanuts für den Einzelnen. Wir sind mit CDU und FDP einig, dass das keine Lösung ist. Mit uns wird es in absehbarer Zeit keine Erhöhung der Grundsteuer geben. Man kann auch nicht einfach mit dem Rasenmäher ansetzen und pauschal kürzen. Wenn das so einfach ginge, wäre der Haushalt nicht gewissenhaft aufgestellt. Und gewissenhaft aufgestellt ist er von Frau Bullock sicherlich. Wir wissen, dass wir mit Dietmar Tönnes einen Bürgermeister haben, der vor allen Dingen die laufenden Kosten im Blick hat. Der die Unterhaltskosten, Pflegekosten, Raumkosten, Energiekosten genau analysiert, der aber auch nach neuen Einnahmen sucht. Doch die möglichen Erfolge werden sich erst in Zukunft einstellen. So haben wir uns jetzt mit der Verwaltung zusammengetan und den Haushalt durchforstet und alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt. Und am Ende glauben wir, wir haben den Umständen entsprechend eine gute Lösung gefunden. Wichtig ist, wo wir nicht sparen.
Wir sparen nicht bei den Kindern. Wir sanieren die Toiletten an der St. Martino-Schule. Wir bauen die benötigten Kindertagesstätten. Jedes Kind bekommt weiterhin in Nottuln seinen Platz und auch in dem Ortsteil. Wir gehen nicht an die Kosten der Digitalisierung. Wir sparen nicht an der Grünpflege, wünschen uns aber ausdrücklich mehr Fachkompetenz und die Berücksichtigung von Natur- und Artenschutz. Bei der Kultur konnten in 2020 nicht alle Mittel ausgegeben werden. Diese übertragen wir nun ins neue Jahr, sodass wieder die gleiche Summe in 2021 zur Verfügung steht. Mit den Kulturverantwortlichen sind wir der Meinung, das ist machbar. Beim Radwegebau möchten wir noch etwas warten, bis der neue Mobilitätsmanager bzw. die Managerin da ist und wir mit dieser zusammenarbeiten können. Und diese Investitionen werden wir in die kommenden Jahre verschieben. Wir bleiben aber dran. Nottuln wird fahrradfreundlich werden. Zu den anderen Einsparungen werden meine Kollegen Fraktionsvorsitzenden etwas sagen. Wir tragen das als Grüne ausdrücklich mit, aber wir laden auch die anderen Parteien und alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, sich den Haushalt verschärft anzugucken, aufzuzeigen, was noch in den Haushalt gehört und wie wir es nachhaltig finanziert bekommen. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind der festen Überzeugung, dass die nächsten Haushalte eine andere Politik dokumentieren werden und wieder Gestaltungsspielräume eröffnen. Machen wir jetzt aus dem, was wir haben, das Beste. Schon vor Amtsantritt unseres Bürgermeisters Dr. Dietmar Tönnes zeichneten sich düstere Wolken für den Gemeindehaushalt 2021 ab. Es waren nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie, sondern auch Versäumnisse der Vergangenheit, die Haushaltsplanung zunehmend erschwerten. Dietmar Tönnes gelang es in kurzer Zeit neben der Ergründung der Verwaltungswege, auch die Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung zu einer konstruktiven Mitarbeit für die Ausarbeitung der Planung für das Jahr 2021 zu gewinnen. Das Ergebnis wirkte auch unter Berücksichtigung vieler Wünsche aus der Politik ernüchternd. Und so war es für die Verwaltung folgerichtig, den Ausweg aus einer sich abzeichnenden Haushaltssicherung auf der Einnahmenseite und hier bei der Anpassung der Grundsteuer zu suchen. Für die Nottlinger Liberalen war und ist das Jonglieren mit der Grundsteuer ein rotes Tuch, das den Eindruck der Beliebigkeit aufkommen lässt. Bereits als für das Jahr 2014 wegen einer desolaten Haushaltslage der Grundsteuerhebesatz von 380 auf 590% angehoben wurde, hat die FDP-Fraktion maßgeblich einen höheren Ansatz verhindert und der umgesetzten Erhöhung nur unter der Bedingung zugestimmt, dass damit eine temporäre Anpassung erfolgt, die jährlich hinsichtlich einer Senkung zu überprüfen ist. In den Folgejahren, immer wieder angemahnt, konnte Frau Block, unsere Beigeordnete, darlegen, dass die erhoffte Senkung noch nicht umgesetzt werden kann. Und jetzt wieder eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes, die alle Nottlinger Bürger in Corona-bedingten Zeiten mit Kurzarbeitergeld auf der einen Seite und fehlenden Ausgleichszahlungen auf der anderen Seite, die ohnehin schon steuererhöhende Wirkung nach sich ziehen, beharrt treffen werden. Das ist ein falsches Zeichen. Und darin waren sich FDP, CDU und Bündnis 90 Die Grünen einig. Einig sind wir uns auch dann darin, dass eine pauschale prozentuale Kürzung aller Ausgaben nicht zielführend und kein Auswuchs einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung darstellen kann. Mit gemeinsamer Anstrengung und intensiver Durchforstung des vorliegenden Haushaltsentwurfs gelang es unter Einbeziehung des Bürgermeisters Tönnes und der Beigeordneten Doris Block, Einsparpotenziale zu generieren, die uns eine Haushaltssicherung ersparen sollen. Darunter fallen unter anderem in einer Größenordnung von 10.000 Euro Planungskosten für Reinvestitionen in den Straßenbau, sowie die notwendige Überarbeitung des Baumkonzepts im Grauten Ihl, die angesichts der drängenderen Situation in der Coubertinstraße aus dem Aufwand des Haushaltsjahres 2021 auf das Jahr 2022 verschoben werden kann. Gleichwohl müssen wir das Jahr 2021 nutzen, und da ist unser jetziger Bürgermeister auf einem vielversprechenden Weg, gerade mit dem Ziel eines Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums, Bauland und Gewerbeflächen zu schaffen. Nur damit können wir unserer Gemeinde eine Zukunft mit gesicherten Einnahmen und Wachstum gewährleisten und sogar das Grundsteueraufkommen mehren
ohne den Grundsteuerhebesatz anfassen zu müssen. Die Nordwiener Liberalen, die CDU und Bündnis 90 Die Grünen machen damit deutlich, dass sie eine gemeinsame Politik gestalten wollen und können. Auf diesem Wege kann Bürgermeister Dietmar Tönnes auch für die nächsten Haushaltsgestaltungen auf die Unterstützung dieser drei Parteien bauen.